Hallo und herzlich willkommen, lieben Gaming-HD-Freunde. Ich bin's, euer Fabian, und mit dabei sind Mathis, Leon, Was geht? Tom. Moin. Moin. Hey Tom, Ja. steig mal jetzt ins Auto ein. Wir wollen Herzlich los. willkommen zu unserer Aufnahme. Wir wollen nicht lange schnacken hier. Wir müssen noch ein Oh, paar ich bin Latten vorne bauen. ab. An der Kurve. Ich bin So. leider. Andere Seite haben wir ja schon soweit wieder vernünftig. Jetzt Welcher geht's hier. Kurve? Hier, ich bin vor dir. Hältst du fest? Und nagelst bei dir fest? Jo. Ja, Moin, Leon. warte, warte. Ja, moin Fabian. Ich bin hier gerade zufälligerweise unterwegs und habe auf mein Blatt geguckt und wollte wissen, ob jetzt neue Informationen habt vom Händler, ob die Bestellung irgendwann mal kommt oder ob die noch in der Warum Arbeit soll ich mich ist. hinstellen? Erstmal für die Gerätehalle? Weil ich weiß ja Ja, vor den jetzt, ist schon ein RW. paar Tage wieder vergangen, deswegen. Ja, die Wollte ich einfach. Bestellung ist noch nicht abgearbeitet worden von der Firma. Ah, Also, ja, okay. die sind im Moment ziemlich träge. Aber ich habe jetzt auch keinen Tiet mehr. Ich muss Oh, meine wie lange? Baustelle fertig kriegen. Ich Ja, ich ruf will dich euch nicht lange nachher. aufhalten, Ich ne? ruf dich nachher Ja. nochmal an, wa? Endlich Ciao. mit den Jo, neuen ciao. Helmen da, ne? So, next. Sollen wir sie direkt schon mit beschriften und reinpacken? Naja, die packen wir erst in der Abstellkammer. Die müssen wir später mal machen. Warte, wir haben noch hinten noch die eine Garage frei, oder nicht? Ja, dann lass sie da Holst erst du? reinpacken. Holst du schon mal von unten die hier Fesseln rum. Folie? Ja. Ja, hol ich. Ganz grob. So, hier mal eben die neuen Helme rein. Ja, demnächst kriegen wir auch die neuen Schutzklamotten. Haben wir von der Gemeinde her jetzt neu. Das ja was Schönes. Schutzklamotten, die sollen eigentlich in der nächsten halben Stunde ankommen, von dem her. Ja. Fahr gleich mal zum Händler und guck. So, hier einmal bitte. So, wie viele neue Helme sind das jetzt? Das waren 30 waren das, jetzt ne? 16 Stück haben wir jetzt hier. Oh, ja, stimmt. Die Drei anderen kommen ja Pakete noch. A8, drei Pakete A4 Stück. Die anderen sollten ja noch kommen, wa? Ich fahr mal kurz zum Händler und guck nochmal nach. Naja, Oder was willst du mitkommen? gibt's? Jo, warte. Gut. So. Eieiei. Machst du Da da kommt um? ein schneller Tracker entgegen. Machst du da um die Folie? Jo, mach ich. Okay. Und ein schnelles Motorrad auch noch. Oh Mann, Mann, Mann. Oh, wir können froh sein, dass wir nur die das da von der Garage machen müssen. Warte mal, Tom, ich krieg gerade einen Ja, Anruf. auf jeden Fall. Sonst das andere Ja. wäre noch ein bisschen mehr Arbeit. Okay, vielen Dank. Sie haben uns die Klamotten zu mir nach Hause geliefert. Die müssen bei mir zu Hause jetzt stehen. Oh. Oh, ich habe Ist einen ja Melder heute perfekt. auf stumm geschaltet. Wir haben Wir Einsatzmäßig. haben Einsatz. Sorry, grad. Schnell umdrehen. Mattes, schnell umdrehen. So, Scheiß auf die zack, eben. Klamotten. Wir haben Einsatz. Holen wir nachher. Aber ich frag mich nur, mein Melder hat nicht gepiept. Ich glaube, der war zu leise. Ah ne, ich habe meinen Melder gar nicht mit, aber wo ist deiner, Tom? Boah, ich hab eine SMS bekommen. Meiner ist auf Ja. stumm gestellt. Ah, ich bekomme es auch gerade erst. Jetzt. Wow. Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Geiler Stunt, Fabian. Ich? Warum ich? Moin. Das geht. Oh, die Kurve. Ich. Ja, nee, gut, er gibt nach. Nein. Södle. Ei. Ah. Jetzt darf ich Schlüssel rauskramen und aufschließen. Ich bin so fett, um allein im Auto zu sitzen. So. Was haben wir denn für einen Einsatz? Wohnhausbrand. Einer Feuer Fall. 3. Feuer 3, Okay, ja. ja. Mühlensamm 8, Wo denn? Wohnhaus. 1. Wow. Ist der ewig klein schon besetzt und weg? Nein, noch nicht, Fabian. Ja, dann nehme ich ihn. Mühlendamm 8, okay. Ja, fahrt jemand da runter.
Ich nehm den kurzen Weg. Fabian, ich fäll grad. Ich quäl gerade euren Trecker. Das Navi fährt mir nicht. So, also von dem her. Ist ja noch, ich denke mal, ich gehe auch um 7 einmal ganz kurz weg und bin in 20 Minuten dann also wieder da. Fabian? Ja? Dann können wir, wenn du willst, noch ein zweites oder zwei weitere Videos aufnehmen. Frage genauer Einsatzort? Mühldamm 8. Mehr wissen wir auch nicht. Frag Leitstelle. Leitstelle weiß alles. 12-11-1 an. Alle eingesetzten Kräfte kommen. 12-33-1 hört. Ja, 12, wir sind Einsatzstelle an für euch als Info. Bitte einmal bis zur Kreuzung durchfahren von der Seite, von der ihr kommt. Ich teile euch dann ein. 12-33-1 hat verstanden. Tommy? Ja. Einmal bitte erstmal rückwärts hier in die Straße rein. Heißt, erstmal dahin und dann rückwärts rein. Teufelsgelmer, komm mit. Einsatzleiter für TLF kommen. Hier, Vorsicht, da rein. Hier sofort drauf fahren und dann sofort Löschangriff beginnen. Wasserversorgung wird von einem anderen, Wasserversorgung und sowas müsst ihr euch auch noch aufbauen. Verstanden. Stopp. Einsatzleiter. Ja? Moment, wir gucken gleich, ob wir euch irgendwie genauer einsetzen können oder erstmal setzt euer Fahrzeug bitte rückwärts hier in diese Gasse zum Rettungsdienst rein. Und macht euch sollen wir dann Zeit vielleicht auf. Gleich für das andere TLF gleich noch die Wasserversorgung dann vielleicht aufbauen? Ja, Teufel, hier, das HLF baut seine Wasserversorgung selber auf. TLF. Also stopp. Fabian, wo sollen wir uns hinstellen? Tom? Jo, mein Spiel kackt ab. Fuck. Ich. Macht weiter. Okay. Ich hau dein Fahrzeug mal dahin, wo ich es jetzt hingepackt hätte. Okay. Wer drückt da die Hupe? Leon? Moin. Ah, das war ich gerade. Gut, dann mache ich jetzt mal warm den Karren und bleib stehen. Nachher haben wir noch einen Einsatz hier im Polizeiauto bergen. So, Fabi, wo sollen wir uns hinstellen? Irgendwer hat das Polizeiauto umgerempelt. Tom stellt euch, ihr solltet euch dazu Tommy, also da wo Tommy jetzt steht. Tommy sollte da stehen bleiben, wo er jetzt gerade eben stand. Fahr da mal wieder hin. Tommy, fahr da wieder hin, hinter den hier hin. Ja, aber warum willst du die Drehleiter nicht aufbauen lassen? Weil wir jetzt bis jetzt noch keine Rückmeldung haben, ob oben noch irgendwer drin ist. Und der Atemschutztrupp kommt da noch so rein. Also Drehleiter soll sich hier zum Rettungsdienst begeben und hier im Rettungsdienst unterstützen. Falls die verletzte Person jetzt noch kommt. Pressesprecher, kannst auch noch Fotos machen. Warte mal. 12-11-1 an Leitstelle. Leitstelle hört. Ja, folgendes von der Einsatzstelle: brennt Wohngebäude, sind mit 2 PAs im Gebäude vor, suchen nach der einen vermissten Person. Daraufhin haben wir von außen mehrere Löschangriffe gestartet. So verstanden.
12, 45, 1, 1, 12, 1, 1, 12, 11, 1 kommen. 12, 11, 1 hört. Ja, wir haben hier eine hilfesuchende Person am Fenster. Ja, das ist verstanden. Benötigt ihr die DLK oder können die Personen vom Atemschutztrupp eures Fahrzeugs gerettet werden? Da ist der Weg versperrt, da sind ein paar Dachbalken runtergekommen. Ja, das ist verstanden. Wir bringen die Drehleiter in Position. Verstanden. Bin dabei. Wo denn am besten? Hier auf der Straße? Warte, oder? Das HLF fährt schon. Moment, stopp. So, hier Stück rückwärts reinfahren am besten. Nicht vorwärts rein, rückwärts rein, würde ich empfehlen. Vorsicht, Vorsicht. Ja, komm. Da war das TLF im Weg. Der mich jetzt so hinreicht jetzt. Von einer Hecke, die drauf geht, aber juckt nicht. Tommy. Ja. Kannst du dich schon mal bereitstellen, dass du hier vorne noch einen Löschangriff von deinem Fahrzeug aus hier auf der Kreuzung, dass da ein Trupp von aus gehen kann? Also sollen wir die hier noch die Garage ein bisschen kühlen? Nee, der Trupp soll unbedingt mit das Gebäude löschen. Also ja, okay. Von dieser Seite hier, also von dem, wo der Gruppenführer vom TLF steht. Also von, ach, von da? Von hier. Okay, ja, wird gemacht. Der Leiter geht, der Leitermaschinist geht vor ins Haus. Drehleitermaschinist hat hoffentlich Atemschutz an. Na klar. Ja, von da, Tom. Top. ...1233-1 an Einsatzleiter. Einsatzleiter wird. Wir bringen die Person jetzt aus dem ersten Stock per Drehleiter durchs Fenster heraus. Ja, das ist verstanden. Die Person wird an Rettungsdienst übergeben. Da-da-da-da. Drehleiter geht noch über in Löschern. Guck mal eben in unsere WhatsApp-Gruppe. Mathis, Tommy. Ich bin gerade dabei. Ich habe keine Rechte dafür. Fabian, ich mach das. Tommy. Ja, mach ich. Hat dabei. Wassertank leer, toll. Drehleiter löscht noch mit Rest vom Halle. Ja, das ist verstanden. So, dann gehen wir mal auf. Nach der Brandursache gucken, ne? Ja, noch weiter abkühlen, ne? Oh. Drehleiterbesatzung geht erstmal von oberhalb ins Haus rein. 12-11-1. Leitstelle für 12-11-1 kommen. Hat schon gehört? Ja, folgendes.
Feuer aus. Jetzt begeben wir uns darauf auf die Nachlöscharbeiten und dann gibt es weitere Informationen. Ich habe die Brandursache gefunden, Einsatzleiter. Ja, geben Sie die gleich mir und der Leitstelle durch. Einsatzleiter für TLF 4000, komm. Ja, Einsatzleiter hört. Ja, vom Dach sind anscheinend ein paar Teile runtergefallen. Ein paar brennende Teile, löschen die noch hier unten ein bisschen ab. Ja, das ist verstanden. So, wir haben oberhalb im Kamin, also im Kamin drinne haben wir ab der Hälfte des Hauses eine Verstopfung gefunden, somit dass der Kamin nicht mehr richtig ablaufen oder abrauchen konnte. Und das hat anscheinend dann Feuer gefangen und ist dann eskaliert. Okay. Das haben wir mit. Ja, Leute. Das war mal ein Wohnungsbrand. Hatten wir auch lange nicht mehr hier. Die Leute. Das war der Mann, der da oben noch stand, oder? Ja, auf jeden Fall die Person. Welcher Mann? Ja, die ihr geborgen habt. Ja. Den ihr geborgen habt. Naja. Auf jeden Fall. Das war's. Mehr gibt's hier nicht zu sehen heute. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Ciao.